Ja, hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Sanctuary. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Bei 3, 4 Paar Goblin-Ohren, das sollte für mindestens 2 weitere Elixiere reichen. Da ist noch einer von diesen Alchemisten. Und es ist der, den wir in blauen Höhen gesehen haben. Er muss derjenige sein, der die Goblins verärgert hat. Was? Noch eine? Nein, du bist doch derselbe wie vorhin, oder? Ja, leugne es nicht. Du bist der, mein Minotaur Champion besiegt hat. Und ich habe bei diesem ein ziemlich ähnliches Elixier angewandt, um ihn zu verwandeln. Verdammte Monsterhüte, ihr seid ein Einfallspinsel. Kein Blick für das große Ganze. Monster sind nicht eure Freunde. Ihr gebt euch als Beschützer aus. Dabei seid ihr Kerkermeister. Und zu welchem Zweck? Nur für Illusion von Frieden und Ordnung. Ihr habt keine Vorstellung davon, wie gut sie sich auch als Werkzeuge für Anarchie und Chaos eignen. Ich werde meine Monster auf dich hetzen und es dir zeigen. Erzittere vor Ostanis. Okay, er hat einen Goblin. Er hat den Minotaur bei sich. Was sehen wir denn? Fast jeder von denen hat entweder was gegen Magie oder gegen Feuer. Also Sunny, Zip und Sven. Und mit Sven machen wir natürlich erstmal den Buff. Ihr seid natürlich jetzt genau die, die ich nicht gebrauchen kann. Ne? Du hast eine Wasserschwäche. Bei dir setze ich gleich die Eisspeere ein. Bei dir muss ich was mit Feuer benutzen. Versuchen wir erstmal alle zu verbrennen. Erdbeben. Das erste Mal, dass ich die Attacke sehe. So, jetzt wechsle ich Sven aus, dass Yannick da steht. Mit ihm heile ich jetzt erstmal den Sunny, bei dem werde ich den ganzen Kampf über brauchen. Und jetzt hauen wir erstmal den da weg. Aua. Die haben es auf Sunny auch abgesehen. Sunny hat gerade übelst kassiert. Lebenswelle. Ich müsste ihn eigentlich nochmal heilen. Ich versuche erstmal den loszuwerden. Komm, bitte ein Crit. Na, ja, wenigstens das. Also der haut die Debuffs raus. Okay, wir haben Sunny verloren. Das kann nicht gut enden. Heile erstmal Zip. Und zwar anständig. Feuersturm. Die haben ja beide was, meine ich, gegen Feuer. Mit dem Federsturm gehe ich auf den Goblin, weil der kann alle vergiften. Und das ist übelst stark, diese Vergiftung. Weil man das endlos stacken kann. Jetzt hat er auch noch Sven gekillt. Es kann gut sein, dass ich diesen Kampf verliere, ne? Verhöhen. Dass man schwerer getroffen wird. Und hier auch noch diese Selbstheilung.
Ich nutze diese Runde jetzt hauptsächlich zum Heilen. Und ich muss gleich auch mal ein Gegengift verwenden. Ey, das ist der Debuff-Gegner. Erdbeben ist physisch. Erstmal Lebenswelle zum Heilen. Habe ich irgendwas bei ihm? Nee. Ich könnte einen Säuresturm machen. Das Problem ist, Dave ist nicht besonders stark im Angriff. Ja, Dave ist echt nicht stark im Angriff. Der sollte die ganze Zeit nur den Schild am besten raushauen. Ich sollte bei ihm gar nicht erst auf Angriffstechniken gehen. Ich muss auf das Gift jetzt mal keine Rücksicht nehmen. Weil das bringt mir nichts. Ich könnte den Minotaurus loswerden, aber dann habe ich selber so ein Auge am Hals. Ich will noch ein zweites Vieh gleichzeitig mitnehmen. Weil sonst wird das echt schlimm. Okay, nur zwei Monster jetzt als Gegner. Das müsste eigentlich noch was werden. Und ich habe hier zuerst immer diese Unendlichkeiten. Du bist gegen Magieangriffe schwach. Alles, was Magie hat, gegen den. Der muss weg. Der darf nicht leben. Der ist nämlich irre stark. Warum mache ich nicht erst Lebenswelle? Stimmt, ich mache einmal kurz hier Säuresturm für den Rüstungsbruch. Dann kriegen die nämlich mehr Schaden. Schade, dass es nicht so eine Fähigkeit gibt, dass ich das unendlich stacken kann. Jede Debuff. Dann würde ich die Debuffs raushauen. Aber ich sehe dadurch gerade, wie heftig so ein Debuff-Team ist. Das hat mein halbes Team gerade ausgelöscht. Erstmal die Lebenswelle. So, mit Blitzschlag kann ich ihn auslöschen. Und jetzt kann ich ihn abfackeln. Und die Buff sogar weghauen. Jawohl, ich habe ihn noch besiegt. Das war irre knapp. Ich habe Angst bekommen, als Honey gestorben ist. Wie kann das sein? Oh, natürlich. Du hast den Spektralbegleiter auf deiner Seite. Ohne den wärst du viel schwächer. Du hast ihn als erstes umgenietet. Egal. Du hast mich zwar besiegt, aber das bedeutet nicht, dass ich mitkommen muss. Deswegen werdet ihr niemals gewinnen. Du wirst mitkommen. Hey, wer ist der Fremde? Was ist das für ein ominöser Aufzug? Er ist der Grund dafür, dass die Goblins verrückt spielen. Ich glaube, es wird Zeit zu verschwinden. Schnell hinterher! Wir sollten uns auch beeilen. Wir dürfen ihn nicht entkommen lassen. Ja, aber erstmal Skillpunkte. Ich gehe ja jetzt hier auf die Buffs bei Sven. Du? Die Regeneration nochmal stapelbar. Klingt eigentlich ganz gut. Gesundheitsfokus wäre bei dir auch nicht so dumm. Du brauchst Verteidigung. So, und was geben wir jetzt? Sunny? Ach komm, mal eine bessere Version vom Ruhm.
Die Dinge sind bestimmt zerstörbar. Oh, entzündet Fackeln. Ich brauche Pein nicht mehr. Und ist sogar eine bessere Version davon. Und mit dir kann ich vom Prinzip her die Blitzorbs machen. Ich weiß nur nicht, ob ich Psycho austauschen will. Weil das ist einer meiner physischen Damage-Stealer. Und von denen habe ich so wenig. Ah, ich kann hier hoch. Die haben das hier ja so ähnlich aufgebaut wie die im Tempel, ne? Goblins, das heißt ein Cut. So Leute, der Kampf ist vorbei. Ich habe ein Goblin-Rolling-Ei bekommen. Ich bin mir nur gerade nicht sicher, wen ich jetzt dafür nehmen will. Pal will ich ja austauschen. Pal darf der dritte Goblin sein. So. Und damit man jetzt auch endlich versteht, dass das Pal Banter sein soll. Jetzt habe ich drei Goblins. Also jetzt würde diese Goblin-Fähigkeit schon was bringen. Hier, komm. Jetzt kriegst du auch die Goblin-Fähigkeit, weil ich drei Goblins habe. Den Schild. Du bist ein Verteidiger, merke ich gerade. Also du kannst ja vom Prinzip her nichts im Nahkampf. Das Gebiet hier oben ist echt groß. Hätte ich nicht gedacht. Ein Altweltschlüssel. Okay, ich darf wieder Schlüssel sammeln. So, dann gucken wir uns jetzt noch die rechte Hälfte an von hier oben. Und ich hoffe, dass dieser Alchemist seine Strafe jetzt kriegt. Wieder Goblins. So, der Kampf war easy. Wieder zwei Level-Ups. Zwei Skillpunkte zu vergeben. Bei dir gehe ich nur auf die Barrikaden, Dave. Kettenblitz. Ach, dass der Schock sich weiter verteilt. Ach, ich wollte ihm noch Rache geben. Ja. Ich würde sagen, wir machen hier jetzt mal für heute Schluss. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.